Eine der vollständigsten Anlagen für die Gärung ist die Volvo-Tankmaschine. Es ist eine Gäranlage, die für Klein- und Mittelkellereien geplant ist, da sie für eine Kapazität zwischen 50 bis 300 Hektoliter hergestellt wird. Die ideale Kapazität für diese Art von Verarbeitung. Sie besteht aus einem Rotationssystem, durch das die Maische in der Gäranlage von unten nach oben bewegt wird, ohne Schaden zu erleiden. Die Bewegung wird von einer rotierenden Schaufel gegeben, welche die Aufgabe hat, sich langsam zu drehen, wodurch die Maische von oben nach unten und von unten nach oben bewegt wird. Mit diesem System wird die gesamte Maische homogen bewegt, ohne zerbrochen oder zerdrückt zu werden, sondern lediglich massiert und von unten nach oben verlagert, sodass sie immer im Most, der sich im unteren Teil befindet, eingetaucht und an die Oberfläche gebracht wird. Die Maschine eignet sich auch hervorragend für leicht getrocknete Trauben, da sie in der Lage ist, die gesamte Masse der Maische ohne Stress oder Brüche zu bewegen. Deshalb ist sie ideal für Weine von hoher Qualität und sehr zarte Moste und Maischen.